So, moin moin Leute, ich bin's euer Blackshadow 1703, willkommen, wir sind die Labertaschen und dabei ist der Bauti, während wir Starhorn spielen. Yay! Jo, hallöchen Wette, Freunde, Nachbarn, Kollegen und das YouTuber da draußen. Ja, bei mir dauert das halt mit den YouTubern ein paar Sekündchen länger, ja, die Uhr ist auch schon am Start. Ja, und wir nehmen jetzt Starhorn auf, ne? Da wir ja nur zu zweit, wir nehmen jetzt nur zu zweit auf, der Völkerscher heute mal ein bisschen... Out of order ist. So, gehen wir doch mal auf unseren wunderschönen, missgestalteten Planeten. Da nach unten klicken. Und ich gehe hier gleich mal Holz fällen. Ja, mach du das. Apropos Holz fällen, ich glaube, ich gehe mir erstmal eine Axt machen. Wie ihr seht, habe ich ein little bit Problem gehabt, weil, ja, ihr wisst ja... Oh! Tür ist offen. Oh! Alter, was das denn? Alter! Das sind Vögel. Ja, wieso so viele? Ja, weil sie dich lieb haben. So. Alter, Giftwolken auch noch. Wo ist denn das Eisen? Das Eisen war unten, ne? Double Kill. Platinum, Eisen. Boah, wie viel Eisen brauchte ich denn nochmal? Ah, ich nehme mal 12 mit, zur Sicherheit. Haben wir unbehandeltes Holz, außer was du jetzt da hast? Ne, ich glaube nicht. Warte, ich guck gerade mal kurz. Aber ich muss gerade mal meine Bandage einschmeißen. Dann, ups, habe ich dir da gerade... Ja, du hast mir da gerade... genau. Holz in die Fresse gehauen. Da unten ist der Amboss, genau, da muss ich hin, damit ich mir da schön ein Schwert basteln kann. Das ist ja auch wunderbar. Iron Axt, genau, die brauche ich. Einmal craften. So, und jetzt mache ich das gleiche, was ich in der letzten Folge gemacht habe. Was kann ich denn noch? Ich kann mir noch einen Shaker. Ach, dafür braucht man 20 Eisen. Und 140 Pixel. Ah, ne, 30 Pixel. Also rechts steht dann halt immer, ne, wie viel man braucht. Und links steht dann vor dem Schrägstrich, was man zur Verfügung hat. Achso, ich sollte dann nach unten. Genau, und ich muss mir jetzt so grünes, komisches Zeug suchen, für mir Bandagen zu machen. Das ist auf diesem Planeten allerdings blau. Ach, das ist blau? Okay. Ja, ich habe noch 84 Stück davon. Richtig. Ja, jetzt am Valentinswochenende gab es ein Update von der Firma Chucklefish. Die haben da jetzt noch einige Sachen verändert. Neue Biomen hinzugefügt, neue Tiere hinzugefügt, die Gravitation haben sie nochmal angepasst. Im Multiplayer-Bereich haben sie die Server-Konstellation verbessert. Die Performance haben sie hochgestraubt. Ja, was haben sie da noch gemacht? Das werden wir jetzt noch sehen. Ach genau, wie gesagt, neue Biome haben sie hinzugefügt. Also das heißt, in dem Sinne, dass es dann auch noch zwei, drei neue Welten gibt. Ne, Biome, was hatte ich ja noch gesagt, weil es Neues gibt? Keine Ahnung. Oh, ey. Okay, dann werde ich mir erstmal jetzt so blaue Schribbeldiebel suchen. Und das Holz. Ja, danke, dass du mein ganzes Holz einsammelst. Das kriegst du doch gleich wieder. Mach doch keinen Stress hier. Ich hab das hier umsonst alles umgehauen. Ja. Und ich brauche auch die Setzlinge dann bitte. Ja, kriegst du doch sofort. So, im Winter. Obwohl, ich hab 33 Stück. So, 6. So. Da einmal die Setzlinge. Wo ist denn das Holz? Ach, das Holz ist hier oben. Und einmal das Holz. Da. Hast du gerade selber wieder eingesammelt? Ach man. Inventar. Also I. Nee, das oder hast nicht? Du. Hab ich's? Ja, das hast du. So, dann tun wir uns da mal eben schnell. Naja, 741 Stück. Hast du ein bisschen was zu futtern? Hab ich was zu futtern? Nein, ich hab nichts zu futtern. Wir haben noch was unten in unserer Kiste. Okay, dann gehe ich da eben nochmal zurück.
Ja, und was hier bei die Gravitation, genau so heißt das, ist auch bei den Welten unterschiedlich, falls ihr das schon in den letzten Folgen gesehen habt. Und hier kann man einfach viel höher springen. Also hier ist die Erdanziehungskraft nicht so hoch. Vor allem ist es rosa Erde, was erwartest du? Ja. Herr Puderosa, ne? Wie aus der letzten Folge. Nee, aus Folge 2. Ah, Folge 2. Gut. Folge 3 ist Minen im Keller. Ach so, okay. Minen in Starbound, so wie ist die Folge, glaube ich. Ja, Minen unter dem Keller, genau. Hier geht's lang. Aber ich will da jetzt nicht komplett runter. Der puderrosa Keller. So, genau, der puderrose Keller. Ja, 7 Karotten haben wir noch, 3 Brote. Oh, Entschuldigung, Leute. So, dann nehme ich mir mal 1, 3 Karotten mit. Ich gehe mal da oben Weizen abbauen, ne? Ja. Und ich nehme noch ein Nachdem ich Brot diesen mit. Scheißvogel getötet habe. So. Und ich werde mir jetzt erstmal ein bisschen Zeug suchen für Bandagen. So, ich habe was zu essen. Jo. Essen ist sehr lebenswichtig. Ach, guck mal an. Und wir haben auch direkt schon Zeug gefunden. Unten im Keller ist übrigens auch noch was. Ja, das dauert halt jetzt immer hier ein bisschen abzubauen. Nimm die Axt. Ja, ich bin aber gerade so im komischen Winkel. Klappt das nicht. Weil der Stein dazwischen ist. Ach, eine Spitzhacke brauche ich noch, siehst du? Ich muss nochmal zurückkommen. Was brauche ich denn für eine Spitzhacke? Das heißt, ich muss jetzt erstmal einmal hier runter. Gucken. Ich glaube, wir haben keinen Cobblestone mehr. Wir brauchen eine Holzaxt. Pixels. Ach, ich habe zu wenig Pixels. Und 8 Silber. Okay, dann muss ich mir erstmal Pixel besorgen. Eine Holzaxt basteln. So, jetzt frage ich mich, ach, jetzt muss ich oben in die Küche, ne, um Brote zu machen. Ja. Brote musst du oben in der Küche machen. Ja, jetzt muss ich das hier alles mühselig abbauen. Irgendwie hatten, wir waren zwischendurch ja schon mal drauf hier und da hatten die Betten einen Bug, wir konnten uns nicht in unsere Betten legen. Ja, das stimmt. Ja, So. wir waren halt drauf gewesen, um zu gucken, ob es dann halt wieder ein Charakter-Vibe oder Hey doch, wir haben noch Cobblestone. Charakter-Vibe oder wie hieß das andere noch? Genau, Welten-Vibe. Ich hatte zuerst gedacht, das gab es, aber hä, wieso kann ich das denn nicht abbauen? Warte, wie mache ich nochmal, repariere ich nochmal die scheiß Spitzhacke? Im Amboss. Nee, normalerweise kommt man einfach was draufknacken. Ja, gute Frage, nächste Frage. Ich habe so lange kein Starbomb mehr gespielt. Ich bin Oder geht total das nicht mehr? raus. Haben sie das rausgepatcht? Oder kann ich meine Kobbelhacke nicht mit Kobbel reparieren? Na egal. Nee, ich glaube, dafür brauchst du Diamanten oder sowas. Pack drauf, egal. So. Ich gehe dann mal eine Runde unter die Erde. Nehme mir aber noch 5 Brote mit, obwohl ich hab noch einen Apfelkuchen eigentlich. Na egal, bin weg. Jo, dann viel Spaß. So, warum tue ich jetzt nicht alles auf einmal mit abnehmen, damit das schön nachwachsen kann? Das verhält sich wie in Minecraft mit Zuckerrohr. Das wächst dann nachher schön nach. Und dann kann man da später nochmal reingehen und da nochmal die Sachen da mitnehmen. So.
aber wir brauchen noch ein bisschen mehr. Oh, Kohle gefunden. Ja, das dauert jetzt hier ein bisschen. Ich schlag hier gerade irgendwie ein Monster durch die Wand, aber das klappt nicht so ganz gut. So, apropos Monster, ich sollte mein Schwert in die Hand nehmen. Hallo, ich sehe dich. Echt? Ach, guck mal, da hinten ist er. Aber ich seh nur ein Stück von deinem Namen. So. Und das Gute hier mit dem komischen Teil, wie heißt das eigentlich? Matter Manipulator, haben wir echt eine gute Reichweite. Das sieht aus, ey. Alter, was das denn so? Je nach Stellung, ey, hast du da einen dicken, fetten Strahl. Wenn du dich was dann habt noch, ihr denn? Hühnchen! Wenn du dich dann noch... Ah, komm ich da nicht hoch? Es laggt. Und zwar wie Hölle. Oh, ich hab Viecher hier. Ich hab Viecher hier. Verpiss dich. Oh, was ist das denn für ein Vieh? Eine grüne Spinne als Monster. Ja, und hier war ein Hühnchen. Okay. Ich wollte sagen, fällt das nie ab? Plant Fiber, genau. Dadurch kann man uns einfache Bandage machen. Pflanzenfasern. Aber ich muss gleich wieder nach Hause. Weil abends, wie ihr wisst, frieren uns die Eier ab. So, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich im Inventar? 51 Stück. Damit kann ich mir da schon einiges machen. Bandagen, wie viel braucht man denn? 4 pro. Das heißt, ich kann mir 12 Stück machen. Und dann werde ich jetzt erstmal nach Hause tigern und... nach Hause tigern. Was ist denn das hier, was ich hier habe? Und mich schön ans Feuer legen. Was ist das? Den Aufgang hier müssen wir... Sascha, was ist das? Gute Frage, nächste Frage. Tut das mal hier hinmachen, weil wir können ja dann wieder abbauen. Komm mal zu mir. Tut das mal hier hin. Ich kann das nirgendwo platzieren. Und hier draußen? Ne. Okay. Ist das? Ach so, ich wollte mich. Und ich brauche. Wie heißt denn das? Wood Support. Dekorativ. Ja. Hier, guck mal. Ja, vielleicht kann man das echt nur irgendwie als Wandverkleidung oder so nehmen, wenn man einen großen Schrank hingestellt hat. So. Ach so, wieso tue ich essen? Ich muss ins Bett. Nein. Nicht ins Bett. Ans Feuer. Genau. Ich heile mich mal kurz. So, okay. So, die Bandagen sollte ich auch nach oben legen, 12 Stück. So. So, dann tun wir hier das Holz abpacken. Weil kann man immer gut gebrauchen. Hä? Ich habe mir doch eine Eisenachs gemacht. Wieso kann ich denn kein Holz abpacken? Das ist eine Waffe, du Vogel. Okay, das ist eine Waffe. Da habe ich mich wohl verkräftet eben. Du hast ernsthaft Eisen dafür... Wollt ihr einfach eine Steinaxt? Ach, eine Steinaxt. Ja, die kann man hier ganz normal mit unrefined Wood und Stein... Craften. Warte, ich crafte dir eben eine. Pass mal auf. Zack.
Was brauche ich für die Axt? Das ist die Hoe, da ist die Axt. Brauche ich Wooden Planks für. Weiß ich, crafte mal eben kurz ein paar Wooden Planks. Nee, brauchst du gar nicht. Ich habe noch 76 Stück. Ja, dann gib mal her. Moment, Inventar. Kannst doch einfach Q drücken. Bams. Dankeschön. Warte, deine Wooden Planks kriegst du auch wieder. So. Da liegen wir unterm Amboss. Dankeschön. Ich mach hier den See mal zu, ne? Ja. Mach das. So, und ich würde hier jetzt erstmal das Holz abpacken, aber in die Richtung. Ich verschönere mal unser Haus hier. Mach das. Boah, wir haben schon 15 Minuten rum, Björn. Ich weiß. Action sagt mir nämlich, wie lange ich schon aufnehme. Das ist wunderbar bei dir. Bei mir sagt das keiner. Außer mein... Ah, nee, da kommt Viecher. Ich muss weg hier. Ja, aber das, was du dir eben gecraftet hast, war eine Waffe. Ah, okay. Wie kann ich das eigentlich mit welcher Taste kann ich die Waffe eigentlich auswählen? Habt ihr das vielleicht schon rausgefunden? Ich hab da nur mein Schwert rein und dann klicke ich da halt drauf. Okay. So, und den Bogen habe ich so drin. Ja. So, hier das ganze Holz abpacken. Ja. Machen wir in dieser Folge mal Hausbaumaßnahmen. Ja, richtig. Aber das ist irgendein komisches Viech. Also wie ich finde Star Wars auf jeden Fall interessanter wie Minecraft. Mittlerweile, ja. Ja, weil Minecraft ist, Entschuldigung, wenn ich das sage, so extrem ausgelutscht. Oh, damit holst du dir so viele Hater gerade rein. Nee, das nicht. Ich sag ja gegen Minecraft nichts. Nur aus meiner Sicht, ich spiele das halt jeder zweite und ich habe irgendwie die Lust daran verloren. Nein! Scheiße. Deswegen, weil man halt schon alles gesehen hat. Und dann hat man echt keine große Lust, irgendwie was noch selber was zu bauen. Und wenn man dann mal was baut, dann hat man halt die Angst, dass man dann halt irgendwie eine Kopie erstellt. Und, ne, ganz ehrlich. Muss ich nicht haben. Dann spiele ich lieber Starbound und Celavi, nach mir die Sinnflut. Und ich spiele auch Starmount jetzt nicht jeden Tag, sondern nur bei der Aufnahme und so habe ich dann immer wieder Spaß daran. Vielleicht eine neue Spitzhacke craften. So. Ja, ihr Viecher, ihr kriegt mich nicht. Denn ihr habt eine Wand vor meinem Gesicht. Du hast doch bestimmt noch so was von der rosanen Wand hier, ne? Ja. Gibst du mir mal so 5, 6, 7, 100 Stück? Es liegen auch oben über 1000 Stück in den Kisten, ne? Okay, dann werde ich nämlich hier die Farm erweitern. So, das bauen wir ab. Genau, das bauen wir ab hier. Wieso kann ich das denn nicht abbauen? Will ich jetzt verarschen? So. Wieso baut ihr den Sand hier nicht ab? Hier baut er ihn ab. Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, Leute, aber ist halt so. Nee, ich geh mal lieber runter, ne?
So, und einmal rüber hier. Warte, ich spring mal raus hier. Da. Dankeschön. Darf ich wieder abbauen? Nee, lass den Weg. Nee, warte, ich will hier noch was machen. Lass mich mal machen, bitte. Ja, okay. Dann gucken wir mal, wo hat er das denn reingesteckt hier? Da sind nicht drin, da sind auch nicht drin. Die Kisten sind leer. In der vordersten. In den Kästen, nicht Kisten. Ja, in den... Ach so, das sind auch noch welche. Ja? Ja, wer soll ich das denn wissen? Ich baue gerade unseren Lagerraum hier unten aus. Okay, 1000 Stück. Dann... Was wollte ich jetzt? Gehen wir mal eben die Farm erweitern, Leute. Da bin ich mal echt eine Minute weg und man kann hier wieder neue Bäume abpflanzen. Das ist echt der Wahnsinn hier. So, ich muss hier gerade mal kurz. So. Oh. 100 Wooden Planks craften. Dankeschön. Ah. So, und jetzt brauche ich Wooden. Jetzt brauche ich die Treppen. Also die Plattform. Zack. 300 Stück. Dankeschön. Reicht erstmal auch für die nächste Mining-Tour. Ja. Okay. So, dann werde ich jetzt eben das hier abbauen. Ja, Sandstone Block. So was gibt es. Auf jeden Fall werde ich mir in der nächsten Folge eine Spitzhacke craften. Sofern das geht. Es wird dunkel. Ja. Das heißt, die Mobs werden jetzt auch aggressiver. Glaub, das war falsch. Das war falsch, genau, du sagst es. Ich komme nämlich jetzt gar nicht mehr hier raus. Aber wir können das Ding samt mitnehmen, das passt ja. So. Oh Gott, das ist ja kompliziert. Ach genau, ich wollte mal gucken, was ich da als nächstes Quest, als Quest habe. First Contact. Your chip's engine isn't yet strong enough to take beyond the Alpha Sector. Quest the district beacon. Ich bin gerade irgendwie zu dumm dazu. And maybe you will be able to make contact with a large chip. Make sure you're ready for anything before you... Ja, das ist der erste Boss. Dafür brauchen wir noch ein bisschen. Ach so, da kriegt man... Ach so. Das ist direkt... Ich habe gedacht, da muss man sich craften, okay. Naja, okay, dann ist das halt so, dann müssen wir halt ein bisschen wachen, bis wir Rüstung und bessere Waffen haben. Und dann können wir zum ersten Weltboss gehen, ne? Die wow. Können wir dann rufen, genau. Ich habe gedacht, wir müssen uns hier so ein Distressed craften. Schade, hätte ja klappen können. Ja, das Ding müssen wir uns craften und dann kriegen... Und dann zum Endboss. Dann können wir den Endboss rufen. Okay. Oder den ersten Boss rufen. So. So, Sascha. Genau. Jetzt kommt man da auch vernünftig hoch. Genau. Ich bin doch so ein Vollidiot. Du. Boah, braucht das so lang? Warum braucht das so lang beim Holz abpacken? Nee, rechte Maustaste. Nee, linke Maustaste. Warum kann er das Holz nicht abhacken? Wenn ich doch Holz... verstehe ich nicht.
Leute, das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Wenn ich doch eine Axt habe, ja? Kann ich doch Holz abbauen. Oder nicht? Oder was sagst du, Björn? Weiß nicht. Sollte doch normalerweise in des Möglichen sein. So. So, die, so. Euch tun wir jetzt einsperren. So, ihr nervt. Sascha, ich habe jetzt eine Treppe gebaut. Ja, wunderbar, dankeschön. Man kann bis nach ganz oben hochlaufen. Nein, du kommst hier nicht rein. Sascha? Hä? Guck mal. So, Sechslinge, da haben wir sie. Was hab ich denn hier in der Hand? Achso, was zu... Butter. Hey, oh, ich hab Hunger. Wieso kann ich den nicht dahin setzen? Okay. Dann setzt du halt hier hin. So, ich hol mir mal eben hier oben die Kisten, ne? Ja, mach das. Okay. Okay, ich sehe nichts mehr. Da war so viel Kack drin. Schubidubi, dubidu. Und da vorne sind zwei Gegner. Und die hau ich mir gleich kaputt. Aber ich glaube, ich muss jetzt erstmal nach Hause, Leute, weil sonst friere ich mir gleich echt die Eier vom Arsch weg. Uhu. Es wurde warm. Ich hatte, dass man die Kisten nicht extra nochmal beschriften kann. Ich habe gerade mein Hut ausgeblendet. Okay. So, wie sieht's eigentlich aus mit Futter? Ach, das war auf Alk. Alk. Auf Alt. Warum muss er Gag sein? So ungefähr 27 Minuten und 30 Sekunden seht ihr, wie Crossracer LP Origin verlässt. Kam bei mir aber auch. Bei mir kam bei mir sieht man es aber nicht, bei mir kommt nur ein Dödöd. Ja, bei mir sieht man es voll helle. Ja, weil ich nehme ja nur das Spiel auf, ich nehme ja nicht den ganzen Bildschirm auf. Ja, ich nehme ja auch nur das Spiel auf. Hier unten kommen jetzt Edelmaterialien rein, ja? Okay. Und hier kommt. Hier kommt. Das. Wieso ist das Viech in unserem Haus? Kann sein, dass ich die Tür vergessen habe, Zug zu machen. So, aber wenn ich das jetzt hier abgebaut habe, Leute, so leid es mir tut, die 30 Minuten sind fast rum. Ich sortiere hier noch eben ein, warte mal. Und dann tue ich das hier eben noch reparieren. Geh zurück ins Haus. Und... ja. Liege gemütlich gleich im Bett. Und warte, bis Björn da fertig ist. Ey, hier ist noch ein komischer Throwing Dagger. So, und dann in der nächsten Folge, frisch aufgetankt, hauen wir euch die Köpfe weg. Die Viecher natürlich, nicht euch. Weil euch wäre ja ein bisschen blöd, sonst könnt ihr ja nichts gucken. So, Björn. Was ist der Unterschied zwischen Cobblestone und Cobblestone? Er koppelt. Und der andere, der stoned. Oh, ich bin voll stoned. Genau. Willkommen in den wilden 70ern. Love, Peace and Rock'n'Roll. Ne, Flower Power, Entschuldigung. So, ich bin gleich soweit. Ja, ich warte auf dich. So. Und was wir uns auf jeden Fall besorgen müssten in der nächsten Folge, was zu futtern. Haben so. Wir doch jede Menge hier. Guck mal hier in die Pflanzenkiste, da ist Brot drin. Ja, gut, dann kann ich mir dann noch zwei Brote rausnehmen. Ich habe auch 5 Stück im Inventar.
Dann habe ich jetzt 3 Stück. Dann sollte es erstmal reichen. So, und meine Uhr sagt jetzt gleich piep, 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 piep. Also mache ich vorher Stopp, damit ihr das nicht hört. So, genau, mein Action sagt mit 30 Minuten 4 Sekunden. Damit sag ich dann... ciao, ciao, bis die Tage. Das war Starbound und hier wird es wahrscheinlich dann beim nächsten Mal weitergehen. Ja, und ich sag wie immer, mit diesem Bitte tue ich mich bei euch verabscheuen und Tschüssikowski mit Füßen. Bye, bye.